Guten Tag und herzlich willkommen zur nächsten Folge vom Car Mechanic Simulator 2018. Letzte Folge war ja nicht ganz so lang. Heute gucken wir mal, wie lange wir brauchen. Wir machen ganz normal mit Kampagnenaufträgen weiter und auch mit den normalen Aufträgen. Also alles wie gewohnt. Wir haben gestern, also der Core und ich haben gestern Left 4 Dead 2 aufgenommen. Dürfte, glaube ich, erstmal, weil er jetzt auf dem Urlaub ist, alle 5 Tage kommen. Wenn ihr das Video seht, sind schon die ersten 2 Folgen draußen. Glaube ich. Ja, auf jeden Fall, wir spielen jetzt hier mal dieses Spiel weiter. Wir machen... Machen wir denn als erstes den FMW Roadster? Oder machen wir erstmal was anderes? Was haben wir denn hier so schön? So wieder so ein Plymouth Barracuda? Dodge Viper GDS? Oh. Nissan GT-R 2012? Oh. Den haben wir hier oben schon? Nee, das ist ein FMW Panther. Okay, könnte man auch machen. Den hatten wir auch schon mal. Oh, da war ziemlich viel, was gemacht werden muss. Heieiei. Hier ist das Fahrwerk. Ich würde jetzt einfach mal so sagen, wir machen den hier. Auftrag annehmen. Und dann schauen wir uns den mal an und machen danach, weil der hier wird wahrscheinlich ein bisschen dauern, danach den Kampagnenauftrag. So, wollen wir mal. Was ist denn alles dabei? Was muss ich machen? Öl wechseln auf jeden Fall, dann können wir das nämlich schon mal ablassen. Das Fahrzeug geht nach der Zündung wieder aus. Motor läuft unruhig, Kraftstofffilter. Komplettes Getriebe. Muss gemacht werden. Ja, okay. Aber ist doch nicht so viel, glaube ich. So. Lassen wir als erstes mal Öl ab. Und gucken uns doch mal den Preis an, sozusagen. Der Ölfilter muss raus. Okay, dafür muss die andere Schilder raus und der Anlasser. Da komme ich aber nur durch den Motorraum rein. Oh, hier haben wir die Kraftstoffpumpe. Die wird wahrscheinlich dafür sorgen, dass das Auto direkt wieder ausgeht, nachdem es gestartet ist. Weil mit einer kaputten Kraftstoffpumpe kommst du nicht allzu weit, sag ich mal. So. Perfekt, haben wir das schon mal. War das der Fehler? Ja. Ölfilter, klar, machen wir. Ölfilter, R4A und Kraftstofffilter. Kraftstofffilter und ein Ölfilter R4A. So. Da, den kann ich schon mal neu dran setzen. Ich lasse das Fahrzeug jetzt mal runter. Und gucke mir den Rest an. Einmal muss ja auf jeden Fall. Ernsthaft, ich kann den Anlasser nicht abnehmen, weil der Ölfilter im Weg ist. Warum habe ich den eigentlich schon dran gebaut? Also das Ganze nochmal hochfahren. Ah, ist das nervig. Naja, ich hätte mir auch ablassen können, ne? Wer kann denn damit schon wieder rechnen? Eine bodenlose Frechheit. Ach Quatsch. So, jetzt kann ich den Anlasser abmachen. Gut. Dafür müssen die Sachen wieder hier ab. Dafür muss es wieder hochgefahren werden. Also das Auto ist nur nach oben und unten gefahren. Nichts anderes wird gemacht. Aber ich glaube, jetzt brauchen wir tatsächlich nur noch das Getriebe neu machen. Und dann sind wir quasi schon durch. Und natürlich Öl nachfüllen dann.
Und diesmal nach Möglichkeit den Anlass dann nicht vergessen wieder einzubauen. Nicht so wie das letzte Mal. So, Getriebe R4E. Hoffentlich ist das ein teures Ersatzteil, dann verdiene ich gutes Geld damit. So, Kupplungsdrucklager, Kupplungsdruckplatte. Sind alle kaputt. Die Kupplungsscheibe auch und das Schwungrad auch. Gut. Dann fangen wir doch mal an. Schwungrad. Andere alles Kupplung. Kupplungsdrucklager. Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe. Ach so. Und natürlich das Getriebe. Ist ganz klar. R4E war das. 550. Okay, kein allzu teures Getriebe. Aber der Rest war schon. Insgesamt wird es teuer genug sein. Nein, du kriegst nicht die perfekte Kupplungsscheibe. Und das Getriebe, perfekt. Brauche ich jetzt nur noch die Antriebswellen dran setzen und die Reifen wieder dran montieren. Und schon dürfte es fast alles wieder fertig sein. Genau. Jetzt muss ich dann ja gleich den Wagen sowieso einmal runterfahren, weil ich ja sonst den Anlasser nicht da reinkriege, ne? Genau, nur vom Motorraum aus zugänglich. Dann kann ich auch gleich Öl nachfüllen. Machen wir das da oben. Dann hat der schon mal wieder was drinne. Perfekt. Okay, Anlasser. Jetzt darf ich das Auto wieder hochfahren, um den Ölfilter dran zu machen. Und dann darf ich das Auto wieder runterfahren, um die Motorabdeckung dran zu machen. Alles ein bisschen zu viel Geraffel. So. Oh, aus Bosnien-Herzegowina. Haben wir alles. Sieht gut aus. Perfekt. So. Und jetzt nur noch im Prinzip die Heckklappe schließen. Und das Fahrzeug ist picobello fertig. $6.461 gibt es dafür. Geil. Bin auch im Level gestiegen. Da kann ich nämlich jetzt... hier... halte 5% mehr Lohn für einen abgeschlossenen Auftrag. Das machen wir jetzt. Den Rest kümmern wir uns später. So. Wollen wir doch mal gucken. Nehmen wir jetzt den oder machen wir dann noch mal was anderes? Ich würde vorschlagen... verwandelt. Ach komm, den... Oder... noch was machen vorher? Der hier ist cool. Aber das wird dann wahrscheinlich mit... Wir machen erstmal den und gucken dann, ob wir danach noch einen machen. So. Kampagnenauftrag Nummer 9. Kunde ist die Frau C. Kühn. Ich kam Samstagnacht zurück von einer Party und habe in der Dunkelheit einen offenen Kanaldeckel übersehen. Hey, warum sind Kanaldeckel nachts offen? Ja gut, Vandalismus und so, ne? Könnten Sie bitte das Fahrzeug auf Schäden überprüfen und alles schnell und zeitnah reparieren? Das ist der Wagen meines Schwiegervaters. Ich möchte ungern Schwierigkeiten mit ihm deswegen bekommen. Sein Auto ist ihm heilig und es war schon schwer genug, es für den einen Abend benutzen zu dürfen. Ja, gute Frau, da helfen wir Ihnen natürlich gerne. So, was ist kaputt? Ja, die Felgen sind kaputt, das kann ich dir jetzt schon sagen, auf der linken Seite. Na gut, dann wollen wir doch mal uns das Gefährt mal näher angucken. Haben wir denn da irgendwelche weiteren Informationen? Nein, das ist alles
Unbekannt. Okay. Wie sieht's im Motorraum aus? Oh, ja, hier vorne. Der Kühlertyp A, den kann ich auf jeden Fall schon mal reinsetzen, weil der ist nämlich auch kaputt. Warum ausgerechnet der? Ich weiß es nicht, aber er ist kaputt. So. Na komm. So. Und das hier war ja noch super in Ordnung. Perfekt. Okay. Ich sehe schon, hier ist vorne alles kaputt. Die Abgasanlage hinten, das Abgasrohr hat einen ordentlichen Schlag weg. Aber ansonsten im Motorraum sieht sonst alles okay aus. Dann fahren wir dich doch mal weiter nach oben. Ja, da werden wir auf jeden Fall einen guten Lohn für bekommen, weil hier ist ziemlich viel kaputt. Die Bremsbeläge sind noch gut. Der Bremssattel war nicht mehr gut. Das ja auch alles nicht mehr. Eieiei. Oh, das Radlager noch, wenigstens etwas. Machen wir die Koppelstange mal ab, damit ich an den Stoßdämpfer dran komme. Mal sehen, ob man davon vielleicht noch einen Teil wieder benutzen kann. Oder ob wir den komplett neu kaufen müssen. Na komm. Und hier sehe ich doch jetzt schon, diese Gummilagerbox ist auf jeden Fall kaputt. Da muss eine neue rein. Wie sieht es auf der anderen Seite hier hinten aus? Jawohl, die muss auch raus. Und auch eine neue wieder rein. Perfekt. Gut, ansonsten sieht es für mich so aus, auf der Seite war ja nichts, auch die Gummilagerbuchsen sehen gut aus, ja. Gut. Da kümmern wir uns gleich drum. Wir machen erstmal die Vorderachse wieder fest und gucken mal, ob wir irgendwas hiervon noch verwenden können. Ja, die Feder können wir nämlich noch verwenden. Dann braucht man nämlich nur das Domlager und den McPherson-Stoßdämpfer. Warum der McPherson heißt, ich weiß es nicht. Hat das einen bestimmten Grund oder ist das nur ein Eigenname? Weiß das jemand von euch? Also ich persönlich vermute, dass es ein Eigenname einfach nur ist. Und dass das keine besondere Bedeutung hat. Aber hey, genau wissen tue ich es nicht. Was denn hier los? Spurstange. Lieber kaputt. Schenke VA Typ A. VA Typ A. Spurstange, war der Spurstangenkopf auch kaputt? Da muss ich mal gucken. Ne, die Spurstange auf jeden Fall. Achsschenkel dran. Jo, Spurstangenkopf war auch kaputt. Gut, dann kann ich jetzt den hier schon mal wieder dran setzen. Oben das Gerät. Mal dran machen und die Koppelstange schon mal. Und dann will ich jetzt mal in den Fahrzeuginformationen gucken, ob ich irgendwo noch Gummilagerbuchsen setzen muss. Feder VA. Warum muss ich die denn ersetzen, die Feder? Feder war doch noch gut. Umlage? Warum muss ich die denn ersetzen? Ist das die hier drüben? Nee. Warum muss ich die denn ersetzen? Die sieht doch noch gut aus, die Feder. Gibt's doch nicht. Das verstehe ich jetzt allerdings wirklich nicht. Na gut. Wenn die so wollen. Ach, weil das komplette Teil dann 100% sein muss, weil es ein Ersatzteil ist und das 100% braucht, das verstehe ich nicht. Naja.
Machen wir halt eben 100% raus. Auch nicht so wild. So. Mal sehen, ob das dann jetzt richtig ist. So, Koppelstängchen dran. So, ist es denn jetzt richtig? Ja, okay. Dann lagst du wirklich daran. So, was brauche ich als nächstes? Hitzeschutzblech, Dreilochscheibenbremse, V. Hitzeschutzblech, Dreilochscheibenbremse, V. A. Und Querlenker, V. A. Und ein Typ A. Warum nicht was Typ A? Ja. War das, glaube ich, ne? Sollte man hier benutzen. Ich jetzt nochmal nach. Weiß es nicht. Mal abnehmen. Nämlich lieber die auch gebrauchte. So, Radnabe VA. Okay. Das Radlager war noch gut. Die Bremsscheibe innen belüftet und die Antriebswelle müssen neu. Triebswelle ATB und die Bremsscheibe innen belüftet. So. Dann die Bremsbeläge waren auch noch gut, genau. Und der Bremssatteltyp A muss aber neu. Und nicht zu vergessen natürlich, die Felgen sind natürlich auch neu. Schon wieder Felge Corona, ja. Alles klar. Felge Corona, ja. Zweimal. Ja. So. Dann kann ich das aber gleich mitmachen. Dann schon mal abziehen. Was haben wir denn hier eigentlich? Hallo. Felge Corona 225. 18 Zoll Felge Corona. Zweimal. Zoll, zwei Stück. Die sind nicht so teuer. Die sind tatsächlich nicht so teuer. In der Zeit, wo das hier abgezogen wird, habe ich schon mal Abgasrohr Typ A und den Ellenschalldämpfer R48 Typ A. Achtung. Ellenschalldämpfer R4A Typ A. Schon vorbei. A. Und das Abgasrohr Typ A. Das baue ich gleich ein. Zack. Wenn man das da aufzieht, mache ich schon mal die beiden Sachen hier rein. Dann passt das. Ich laufe halt bei diesem Werkzeugkasten. So. Einmal ausbuchten, bitte. Und auch einmal draufziehen, bitte. So. Ansonsten haben wir hier auf der Seite irgendwas. Das kann ich ja schon mal nachgucken. Aber die Seite sieht mir auch auf der Hinterachse gut noch aus.
nehmen. Und die auch nochmal. Und jetzt kann ich schon mal vorne den Reifen dran setzen. Dann haben wir nämlich die Vorderachse auf jeden Fall schon mal fertig. Perfekt. Um die Hinterachse kümmern wir uns jetzt gleich. Sobald der Reifen hier fertig ist. Perfekt. So. Hier natürlich wieder die Bremsen sind ein Graus. Außer die Bremsbeläge mal wieder. Die sind nur gut. Radlage sieht auch wieder noch gut aus. Die Radnabe ist hier hinten auch noch in Ordnung. Genauso wie das Hitzeschutzblech. Das war vorne nicht der Fall. So. Aber es geht noch von dem, was hier kaputt ist, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Es sind jetzt nicht so viele Teile. Es wird nur für die Schwiegertochter des Besitzers ziemlich teuer werden, würde ich jetzt mal annehmen. So, die muss auch mit ab. Wo die noch gut ist, genauso wie der Querlenker hier oben, der auch noch gut ist. Aber hier haben wir Gummilagerbuchse groß, die ist kaputt. Die ist noch gut. Sieht's bei den anderen aus? Hey. Die sehen auch noch gut aus. Es ist nur die eine. Habe ich hier noch eine? Ich glaube, ich hatte keine mehr, ne? Nein. Okay. Dann müssen wir die hier nochmal kaufen. Habe ich aber diesmal wirklich nur ein Stück von. Beim Rest muss ich gucken, was gebraucht wird. So. Achso. Okay. Dann Achsschenkel HA Typ A. Damit fangen wir an. Dann können wir nämlich das meiste schon wieder dran setzen. Wenn das Teil eingebaut ist. Die muss rein. Die war aber noch in Ordnung. Zack. Okay. Die Koppelstange hier hinten war noch gut. Wo war sie nämlich vorne auch? Querlenker HA oben. Der war es, ne? Oh. Nein. Ah, shit. Wo ist mein gebrauchtes? Da. Jetzt will ich nochmal gerade gucken. Habe ich denn alle Teile gefunden? Ja, ich habe tatsächlich alle Teile gefunden. Das ist schon mal ganz gut. Und dann kann ich mich hier dran orientieren. Ich muss nicht noch irgendwas anderes ausbauen. Querlenker HA Typ B und Längslenker HA Lang. Querlenker HA Typ B. Was war das hier? Der Typ A, den brauche ich nämlich auch. Ich würde gerne mal wieder so einen Motor so richtig auseinandernehmen. Aber irgendwie möchte das Spiel scheinbar nicht, dass ich das tue. Zumindest nicht in den Kampagnenaufträgen. Hier hat man sie mich schon lange nicht mehr. Okay. Einrohr Gasdruck, der war kaputt. Das Hitzeschutzblech war noch gut. Radnabe war noch gut. Und das Radlager war auch noch gut. Und dann fing es, glaube ich, an. Ne, der Deckel auch noch. So, Anschlagpuffer für Feder HA. Anschlagpuffer für Feder HA. Und das Gasdruckding
brauchen wir auch. Waren die anderen Teile hier noch in Ordnung? Feder war noch gut und die Federunterlage auch. Die Bremsscheibe, die war hinüber. Den Bremssattel brauchen wir auch. Nehmen wir gleich mit. Und Bremsscheibe. Und die Belege waren noch gut, genau. Und dann haben wir es im Prinzip, glaube ich. Müssen wir jetzt nur noch die neue Felge draufsetzen. Die neue Felge Corona. Federunterlage für Feder HA. Querlenker HA oben. Feder HA. Oh. Okay. Feder HA. Federunterlage für Feder HA. Querlenker HA oben. Gut. Oh Mann, ey. Ja, die anderen Teile waren ja nicht mehr gut. Jetzt hab ich... hier ein paar angefangene Teile davon. Ist auch bescheuert, oder? Ist es denn jetzt dem Herrn Schwiegervater genehm? Ja, $5.200. Herr damit bitte! Danke, oh, eine Kiste habe ich bekommen. Erstmal alte Teile verkaufen. Perfekt, und eine Kiste. Oh, eine Scheinkarte haben wir. Können wir nutzen. Oh, was haben wir hier drin? Ein Reifen. Was der Rest? Ein Turbolader. W12 Tuning-Teil. Lufteinlass und ein Reifen All-Terrain Premium. Ui. In der Wert. Ordentlich. So, Freunde. Ich würde jetzt einfach mal so sagen, das hat uns doch ein bisschen mehr Zeit genommen, der Kampagnenauftrag. Streaming Assets. Mhm. Oh, cool. Hat doch ein bisschen mehr Zeit gedauert. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei der Folge. Ihr könnt ja ein Like oder ein Abo dalassen. Ihr kennt das Spiel. Teilt das Video gerne und ich hoffe, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und mit mir zusammen Car Mechanic Simulator 2018 spielt. Bis dahin, ciao!